hat Film and Autor bei D. Selzang Kenzi Video. Die Filmbilder hat der Autor Selzang Kenzi in Kenia gedreht. Der Gepard eckige Klammer auf Apostroph G. Part eckige Klammer zu, Aken Onyx jubatus, ist eine hauptsächlich in Afrika verbreitete Katze. Die in ihrem Jagdverhalten hochspezialisierten Geparden gelten als schnellste Landtiere der Welt. Gestalt und Körperbau der Art unterscheiden sich deutlich von anderen Katzen. Außerdem weist das Jagdverhalten zahlreicher eher für Kaniden typische Merkmale auf. Daher wird der Art traditionell eine Sonderstellung unter den Katzen eingeräumt. Genetische Untersuchungen zeigten jedoch, dass diese entwicklungsgeschichtlich nicht gerechtfertigt ist. Die nächsten Verwandten des Geparts sind amerikanische Katzen. Der Gattungsname Aken Onyx kommt aus dem Griechischen und besteht aus den Wortteilen Aken gleich nicht beweglich und Onyx gleich Kralle. Das Fell des Geparts hat eine gelbliche Grundfarbe. Die Bauchseite ist meist deutlich heller. Es ist mit schwarzen Flecken übersät. Diese sind deutlich kleiner als die eines Leoparden und bilden keine Rosetten. Das Gesicht ist dunkler und ungefleckt, trägt aber zwei schwarze Streifen, die von den Augen zu den Mundwinkeln laufen, Tränenstreifen. In Bezug auf die Fleckung ähnelt der Gepard zwar dem Leoparden, in seiner Gestalt unterscheidet er sich jedoch beträchtlich von diesem wie auch von allen anderen Katzen. Geparde haben extrem lange, dünne Beine und einen sehr schlanken Körper, der dem eines Windhundes sehr ähnelt. Der Kopf ist klein und rund, der Schwanz lang. Die Pfoten tragen dicke, schuppige Sohlen. Die Krallen sind nur bedingt einziehbar. Wegen dieses Körperbaus ist der Gepard das schnellste Landtier der Welt. Er erreicht im Lauf bis 112 Kilometer pro Stunde, kann diese hohe Geschwindigkeit aber nur etwa 400 Meter durchhalten. Die Anatomie des Geparts ist auch in weiteren Punkten auf Schnelligkeit ausgelegt. Seine Nasengänge sind erheblich verbreitert, sodass wenig Platz für das Gebiss bleibt, das gegenüber anderen Katzen stark verkleinert und damit eine relativ schwache Waffe ist. Auch Lungen, Bronchien und Nebennieren sind proportional stark vergrößert. Gepard im Ngorongoro-Krater, Tansania, Ostafrika. Ein Gepard erreicht eine Kopfrumpflänge von 150 cm, hinzu kommen 70 cm Schwanz. Die Schulterhöhe beträgt 80 cm. Trotz dieser stattlichen Größe bringt er es nur auf ein Gewicht von 60 kg. Nach neueren Untersuchungen gibt es nur zwei Unterarten oder gar nur Populationen, nämlich den afrikanischen und den asiatischen Gepard. Zugleich stellte man eine auffällig niedrige genetische Variabilität mit Inzuchtraten fest, die beinahe denen von Labormäusen entsprechen. Entsprechend vermutete man, die Geparde könnten auch gegenüber Krankheiten und Umweltveränderungen anfällig sein. Es ist jedoch noch nicht geklärt, ob diese genetische Einförmigkeit in freier Wildbahn einen wesentlichen Nachteil für die Tiere bedeutet. Als weitgehend gesichert gilt, dass man ohne Abstoßungsreaktion Gewebe unter Geparden übertragen kann, etwas, das sonst nur bei genetischer Identität für möglich gehalten wurde. Eineige Zwillinge. Durch genetische und immunologische Untersuchungen konnte ermittelt werden, dass die heutigen Geparde wahrscheinlich alle von einer sehr kleinen Stammgruppe abstammen. Genetischer Flaschenhals, die vor etwa 10.000 Jahren gelebt hat. Eckige Klammer auf ein eckige Klammer zu eckige Klammer auf zwei eckige Klammer zu. Damals starb der amerikanische Gepard aus, und der gewöhnliche Gepard entging offenbar nur knapp diesem Schicksal. Er breitete sich jedoch in den Savannen Afrikas und Asiens wieder aus und konnte daher bis in unsere Zeit überleben. Diese Untersuchung hat in Fachkreisen einen hohen Status und wird mittlerweile als klassisches Beispiel in Populationsgenetik benutzt. Verbreitungsgebiet und Lebensraum. Verbreitungsgebiet des Geparden. Hell, ausgestorben, mittel, geringe Bestandsdichten, dunkel, mittlere Bestandsdichten, rot, hohe Bestandsdichten. Starke Bejagung führte zum Niedergang des asiatischen Geparden. Der Gepard war einst über fast ganz Afrika mit Ausnahme der zentralafrikanischen Waldgebiete verbreitet. Außerdem waren vor der Asien, die indische Halbinsel und Teile Zentralasiens besiedelt. Heute ist er fast nur noch in Afrika südlich der Sahara anzutreffen. In Asien gibt es winzige Restbestände,
die am Rande der Ausrottung stehen, siehe Unterarten. Geparde sind reine Savannen- und Steppentiere. Sie bevorzugen Bereiche mit hohem, Deckung bietendem Gras und Hügeln als Ausschaupunkten. Zu viele Bäume und Sträucher machen eine Landschaft für Geparde ungeeignet, da sie dort ihre Schnelligkeit nicht ausnutzen können. In Halbwüsten kommen Geparde dagegen gut zurecht, wenn sie genügend Beutetiere finden. Systematik interne Systematik man Unterschied bisher üblicherweise 7 Unterarten des Gepards. Von diesen leben 5 in Afrika und 2 in Asien. Alle Unterarten müssen als gefährdet eingestuft werden. Besonders bedroht, oder bereits ausgestorben, sind die folgenden Unterarten: Ayotaki, Afrika nördlich der Sahara. Weitgehend ausgestorben, kleine Restbestände haben sich in Libyen gehalten. Ayotvenaticus, Indien, Afghanistan und Pakistan. Die Unterart ist heute ausgestorben. Ayotradai, einst in Zentralasien verbreitet. Heute gibt es nach Schätzung der iranischen Umweltbehörde etwa 60 bis 100 Tiere im Norden des Iran, Kaaba-Wüste, Turan-Schutzgebiet. Um den Schutz der stark vom Aussterben bedrohten Unterart zu verbessern, wurden einige Tiere mit GPS-Halsbändern ausgestattet. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu die 4 weiteren Unterarten sind: Ayotubatus, südliches Afrika, Ayotraineli, Kenia, Ayotngorongorensis, Ost- und Zentralafrika, Ayotsemarengii, West- und Zentralafrika. Ein Königsgepard. Gepard im Zoo von Singapur. Als weitere Unterart des Geparts galt lange der Königsgepard, ein Tier, dessen Existenz bis 1975 angezweifelt wurde. Die Flecken sind bei ihm zu Längsstreifen verschmolzen. Inzwischen steht fest, dass es sich hierbei nicht um eine Unterart, Ayotrex, sondern um eine seltene Mutation handelt, die über ein rezessives Gen vererbt wird. In einem Wurf können sich normal gefleckte Geparde zusammen mit Königsgeparden befinden. Königsgeparde sind in ganz Afrika verbreitet, und obwohl sie immer noch große Seltenheiten sind, scheinen sie in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich häufiger geworden zu sein. Biologen beobachten diese Entwicklung mit Interesse, da sie auf eine wachsende genetische Diversität bei den Geparden hinweist. Der Wuppertaler Zoo beherbergt mit dem Weibchen Helen das erste Exemplar eines Königsgeparden, das in Europa geboren wurde. Helen stammt aus der Zucht des Tiergartens Nürnberg. Externe Systematik: Da sich der Gepard morphologisch und anatomisch sehr stark von anderen Raubkatzen unterscheidet, war es bisher üblich, ihn in eine eigene Unterfamilie Agnonychinae zu stellen und weder den Groß- noch den Kleinkatzen zuzuordnen. Man sah in ihm eine Sonderentwicklung der Katzen, die Geparde in konvergenter Evolution zu Hunden nachvollzogen hatten. Neue genetische Untersuchungen haben aber zu der Erkenntnis geführt, dass der Gepard doch nicht so fern von den anderen Katzen ist und dass seine nächsten lebenden Verwandten mit ziemlicher Sicherheit der Puma und der Jaguarundi sein dürften. Der amerikanische Gepard, Miragynonyx, des Pleistozäns ist bis vor kurzem für einen nahen Verwandten des rezenten Geparts gehalten worden. Tatsächlich sieht er diesen morphologisch sehr ähnlich. Es scheint sich jedoch vielmehr um eine Schwesterart des Pumas gehandelt zu handeln, die sich aufgrund ähnlicher ökologischer Voraussetzungen konvergent zum afrikanisch-asiatischen Gepard entwickelte, eckige Klammer auf viereckige Klammer zu. Die ältesten Überreste des modernen Geparts, Ayubatus, stammen aus Afrika, doch wenig später erschien die Art auch in Eurasien. Die europäische Gepardart Agnonyx padinensis aus dem Pleistozän war um einiges größer als heutige Geparde. Die letzten Funde dieser Art sind 500.000 Jahre alt und stammen aus den Moosbachsanden bei Wiesbaden. Lebensweise: Sozialverhalten. Ein junger Gepard, der auf seiner Mutter liegt. Geparde sind tagaktive Tiere. Dadurch vermeiden sie weitgehend Begegnungen mit den eher nachtaktiven Löwen, Leoparden und Tüpfelhyänen, die Geparden leicht die Beute streitig machen können und auch eine große Gefahr für den Nachwuchs darstellen.